Herzlich willkommen zur Premiere von My Little Boys. Herzlich willkommen zur 7. Produktion hier im GOP Varieté Theater München. Herzlich willkommen zu Ein Jahr GOP. Das macht mich ziemlich glücklich, muss ich sagen, denn ich will es jetzt nicht auf den Tag festlegen, aber vor 12 Monaten, es war eine Woche zuvor, da haben wir uns, die meisten von Ihnen, die heute Abend hier sind, da haben wir uns kennengelernt. Das war die große Eröffnungsparty, die große Eröffnungsgala damals mit Peter Schapp und Schappcroft. Und so sind wir in diese Welt GOP Varieté Theater in München eingetaucht und wir konnten 6 Produktionen erleben. Wir haben viel Freude gehabt miteinander und es sind viele Freundschaften entstanden. Mein Name ist Werner Buss, ich bin Produktionsleiter, Entertainment-Chef der GOP Entertainment Group und ich darf das alles begleiten und bin wirklich von Herzen froh, dass wir das alles gemeinsam so schön geschafft haben. Ihnen von uns allen erstmal ein großes Dankeschön. Schön, dass Sie heute Abend wieder da sind. Ein Jahr GOP. Wir waren ganz schön aufgeregt, als wir vor einem Jahr hier angefangen haben. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Ah, die Münchner, die sind so speziell. Und die haben schon alles gesehen. Und ob das denn funktionieren wird, ihr seid reizend. Wir müssen wirklich sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Jede Show, jeder Abend war ein Genuss. Wir haben unendlich viele Schäbers geerntet. Und das hat uns doch sehr, sehr, sehr gefreut. Es sind in dieser Zeit Freundschaften entstanden. Das hat uns wirklich besonders froh gemacht. Liebe Uschi, lieber Peter, ich habe gefragt, ich darf das jetzt sagen. Prinz, nur, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid. Olivia, Peter, Andreas und Ursula sitzen hier vorne. Ach, Lisa, Beate. Also im Grunde genommen könnt ihr euch fast alle nennen. Also mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dass es so eine richtige GOP-München-Familie gibt. Und das macht uns froh und motiviert uns mit euch dann auch in die Zukunft zu gehen. Und das werden wir heute Abend mit einer neuen Produktion. Wir haben das Gefühl, in München angekommen zu sein. Aber nicht nur das GOP ist in München angekommen, auch das GOP München ist in der GOP Group angekommen. Das war für mich ein schönes Erlebnis, deswegen erwähne ich es kurz. Einmal im Jahr treffen sich alle Mitarbeiter der GOP Varieté Theater. Für die Gäste, die das erste Mal da sind heute Abend, wir haben 5 Theater. Das sind 600 Mitarbeiter, die treffen sich einmal im Jahr und spielen zusammen Fußball, Volleyball, machen so ein Spiel ohne Grenzen. Und da wird dann der Sieger gekürt. Und vor einem Jahr war es Münster. So haben sich die Münchner nachts nach der Vorstellung um 0.30 Uhr in den Bus gesetzt, fuhren mit einem fetten Bayern-Bus davor. Und das war ein Riesenhallo. Die sind wirklich auch angekommen. Das GOP-Team, die Direktion, das Büro, der Service, die Küche. Ihr seid großartig, da stehen Sie. Was für tolle Leute. Fast 100 an der Zahl sind's. Sie sind zauberhaft am Tisch, sie sind wunderbar, großartig in der Küche, kochen, zelebrieren, jonglieren. Kein Neues mehr. Und bei euch wird das alles nicht gehen. Unglaublich schön. Vielen Dank. Für die Künstler, denn die verstehen ja kein Wort und fragen sich jetzt, was ist da draußen los? Aber die haben es wirklich verdient, die sind wirklich großartig. Ohne die würde das hier nicht so schön sein, das Team des GOP. Über 400 Mal haben wir gespielt im letzten Jahr. Es waren 80.000 Besucher im ersten Jahr hier. Bei einem Theater mit 300 Plätzen ist das wirklich beachtlich. Es waren über 100 Künstler da, die ein- und ausgegangen sind. Und emotional haben wir verschiedene Reisen gemacht, von Shopcraft über La Folie hin in den Tango, von da aus ging es dann in Deluxe, von Deluxe ging es dann in Bella Italia weiter und im letzten Monat und findest heute Abend hier durften wir wirklich hochschönes Varieté erleben, ganz sensibel, ganz fein, hochemotional, mit wunderbarer Musik, mit Finn Martin, mit Sonido, das war ganz, ganz schön und deswegen mal so als kleines Feedback, wir haben einen grandiosen Sommer gehabt und im August gab es hier zum Teil keinen freien Platz. Ich weiß nicht warum, das Wetter war ja ein bisschen gemischt, aber man kann ja trotzdem verreisen und wegfahren. Das werden viele gemacht haben. Das Theater war so super besucht, dass wenn ich Freunde zu Gast hatte, haben wir uns einen Hocker hier an die Seite gestellt. Das war für mich echt schwer beeindruckend. Damit habe ich nicht gerechnet. Auch dafür
großen Dank auch an die Medien, die uns einfach mit auf die Reise nehmen. Das ist ganz, ganz schön. Heute Abend steigen wir ein in die 7. Produktion. Sie trägt den Titel My Little Boys und ich sage es jetzt gleich vorweg. Meine Herren, ich weiß nicht, wie es ab morgen weitergeht, aber Fitnessstudio könnte helfen. Job mit Alexa, meine Damen. Es wird ein schöner Abend für Sie. Es geht ziemlich nach vorn. Die Idee zu der Show bekamen wir vor 2 Jahren wieder mal auf einer Reise nach Kanada. Wir waren in Montreal und haben dort so eine Edition gehabt und saßen dann 2 Regisseure, Bertus Grote und ich, und haben uns dann die Künstler angesehen. Und wir hatten so eine Castingrunde, da waren nur Jungs. Nette Typen, tolle Körper, großartig in ihrer Kunst. Und da haben wir dann so rumgeflaxt, haben gesagt, ey, da kannst du doch die Chippendales in die Tonne kloppen. Die sind so cool, ja, sind so frisch, so jung. Wir haben die Kanadier nicht mitgebracht, aber wir haben weltweit geguckt nach Künstlern und haben die zusammengeführt, haben die auf die Bühne gebracht. Also coole Typen, die echt was können. Es geht ziemlich nach vorn. Und dann haben wir überlegt, wer kann so eine Show moderieren? Ich würde gern so viel über sie erzählen, aber das kann ich nicht, weil ihr müsst, und sie müssen sie einfach erleben, die Rosemie. Und insofern große Spannung hinter der Bühne. Danke sagen möchte ich, es war ein bisschen Saallicht, weil sie ist nur noch heute hier und sie hat einen ganz guten Job gemacht. Denn Artisten sind keine Schauspieler, sind in der Regel keine Tänzer. Vielen Dank an Cynthia Akanda, denn sie hat die Choreografien gemacht und hat echt einen wilden Job gemacht. Danke sehr. Wenn ich jetzt nochmal auf die Bühne gehen müsste, dann müsste ich mein T-Shirt ausziehen. Da habe ich gerade keine Lust zu. Warum, werden Sie gleich sehen. Ich wünsche einfach unglaublich viel Spaß. Wir sehen uns nach der Show im Foyer. Da gibt es dann einfach noch ein schönes Get-Together mit den Künstlern. Wir werden feiern. Und lieber Freund ist heute hier, Martin Bertram Kutip, der wird auflegen. Also wir werden eine schöne Premierenfeier heute noch haben. Viel Spaß jetzt, Ihnen und euch allen mit My Little Boy.